Was geht, WWE-Universum, und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. Wenn ein Wrestler von euch immer wieder gewünscht wurde, dann war es tatsächlich Andre the Giant. Ich war da etwas selbst überrascht, aber es waren tatsächlich schon einige. Hier habt ihr es nun, viel Spaß damit, aber kleine Info zu Beginn. Ja, das muss auch mal wieder sein. Ich streame regelmäßig auf Twitch. Wir spielen eigentlich alles mögliche in diesen Streams aktuell. Viel Call of Duty, aber auch Among Us. Würde mich freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Link jetzt als Infokarte, aber auch in der Beschreibung. Fangen wir dieses Faktenvideo wohl mit dem markantesten Merkmal von Andre the Giant an, seiner Größe und Masse. Diese resultiert durch eine Erkrankung an den Wachstumskrankheiten Riesenwuchs und Akromegalie. Bereits im Alter von 15 Jahren soll laut Aussage seines Bruders er bereits 2 Meter gemessen haben. Und genau auf dieses Merkmal wurde Andre in seiner Anfangszeit reduziert, wodurch er aber zu einer großen Nummer in der Wrestling-Welt der späten 70er und frühen 80er wurde. Er wuchs so schnell, sodass ihn seine Eltern irgendwann nicht mehr erkannten. Diese Wachstumskrankheiten gingen mit der Zeit auch auf seine allgemeine Gesundheit über. Am Ende seiner Karriere plagten ihm immer heftigere Rücken- und Gelenkprobleme, wodurch er nur noch unter Schmerzen wresteln konnte und später sogar Krücken und noch später sogar einen speziellen Rollstuhl benötigte. Dies war auch einer der Gründe, warum er am Ende seiner Karriere sich immer mehr auf seiner Farm in North Carolina aufhielt. Nicht nur gesundheitliche Probleme gab es für Andre aufgrund seiner Wachstumskrankheiten, auch im alltäglichen Leben hatte er etwas zu kämpfen. Im Flugzeug musste er in eine Flasche pinkeln, da die Flugzeugtoilette für ihn einfach zu klein war, aber auch ein normales Telefon konnte er aufgrund seiner großen Hände nicht wirklich bedienen. Obwohl seine Größe, wie schon gesagt, maßgeblich dazu beigetragen hat, dass er so bekannt wurde, machte ihn dieser auch ordentlich psychisch zu schaffen. Er wurde immer wieder als der Freak angesehen, immer angeglotzt, und das tat Andre weh. Auf seiner Farm konnte er abschalten, der sein, der wirklich war. Andre verstarb 1993 im Alter von 46 Jahren in Paris an einem Herzversagen. Dort war er, da sein Bruder 12 Tage zuvor ebenfalls verstarb. Er musste daraufhin in ein Krematorium in die USA überführt werden, da es in Europa keines gab, das groß genug für ihn war. Seine Asche wurde letztendlich auf seiner Farm in North Carolina verstreut. Andre war auch einer der Gründe, warum die WWE Hall of Fame gegründet wurde. Man wollte einfach diese Person ehren, das und was er alles für das Pro-Wrestling-Geschäft geleistet hat. 1993 wurde dann diese gegründet und Andre als vorerst einziger in diese aufgenommen. Andre war nicht nur selber Wrestler, sondern gründete 1980 auch seine eigene Wrestling-Promotion mit Sitz im kanadischen Montreal. Bis ins Jahr 1982 hieß die Promotion Warusak Promotions, das habe ich safe falsch ausgesprochen, aber es war eine Kombination aus den drei Namen der Gründer. 1982 war auch das Jahr, in dem Andre die Promotion wieder verließ. Daraufhin wurde es in International Wrestling umbenannt. Dass Andre mit seiner Größe nicht nur für das Wrestling geeignet war, das sehen wohl viele so. 1974 bekam Andre vom NFL-Team Washington Redskins ein Vertragsangebot. Leider war das Ganze nur ein Werbegag des Teams, ich hätte ihn mir aber dort wirklich gut vorstellen können. Durch seine Erkrankung wurde Andre schon früh klar, dass er nicht wirklich lange leben würde. So beschloss er ziemlich schnell, ein Leben auf der Überholspur zu führen. Er trank gerne Unmengen Alkohol, über 100 Flaschen Bier, aber auch mehrere Flaschen Wein innerhalb von wenigen Stunden war keine Seltenheit. Klar muss man das in Relation zu seiner Masse sehen, aber trotz alledem war dies eine riesige Menge, welche auch nicht ohne Folgen blieb. Hinter den Kulissen wurde er wegen den ganzen kuriosen Trinkstories auch gerne der größte Betrunkene der Welt genannt. Auch sein Lebensmittelkonsum setzt völlig neue Maßstäbe. Die Schauspielkollegin Robin Wright sagte einst über ein Essen mit Andre mal Folgendes. Ich erinnere mich an unser erstes gemeinsames Essen. Er bestellte 4 oder 5 Vorspeisen, einige Brotkörbe, dann Hauptspeisen und Dessert. Er war ein Loch ohne Boden.
Nicht nur sie sagte dies, auch Hulk Hogan erzählt von vielen Stories, die sich ähnlich anhören. Ich habe es ja gerade kurz angeteased, Andre spielte auch in einigen Filmen mit. In insgesamt 10 verschiedenen Filmen und Serien war er zu sehen, dabei auch einige sehr bekannte Produktionen, wie zum Beispiel Ein Cold für alle Fälle aus dem Jahre 1981. Auch hier wurde er im Grunde genommen nur auf seine Größe reduziert. Sein letzter Film, in dem er mitwirkte, erschien nach seinem Tod 1994. Andre war besonders, nicht nur für die Wrestling-Welt. Das sah der Street-Art-Künstler Shepard Fairice wohl genauso und verewigte Andre in den Straßen von Providence im US-Bundesstaat Rhode Island. Das Ganze wurde später auch zur Street-Art-Campaign Andre the Giant has a pussy. Ihr kennt sicherlich das Bild. Ich habe es ja bereits mehrfach hier angesprochen, seine Ranch Farm in North Carolina, in der er vom Alltag Abstand nehmen konnte und einfach der sein konnte, der er wirklich war. Dort war er allerdings nicht ganz alleine. Er züchtete dort nämlich Rinder und Pferde, mit denen er sich sehr verbunden fühlte. Der Grund dafür war einfach, dass die Tiere ihn als normalen Menschen ansahen und nicht wie andere Menschen ihn als Freak und ihn nur auf seine Größe reduzierten. Andre wuchs auf einem Bauernhof in Frankreich auf und verließ in der 8. Klasse im Alter von 14 Jahren die Schule. Eigentlich war geplant, dass er eine Lehre als Tischler anfangen sollte, diese brach er allerdings ab und arbeitete wieder auf dem Hof seiner Eltern. Später nahm er dann einen Job in einer Fabrik an, die Motoren für Heuverarbeitungsmaschinen herstellte. 1965 kam er dann erstmals mit dem Wrestling in Berührung. In diesem Jahr traf er einen ehemaligen Boxer mit Connections ins Wrestling-Business. Er sah in ihm Potenzial und bot ihn an, ihn in Paris zu trainieren. Um dieses Training zu finanzieren, nahm er einen Job als Möbelpacker, aber auch einen Job als Türsteher an. Sein Debüt als Wrestler feierte er dann noch im selben Jahr. Bei einem Mann seiner Größe und das mal wirklich zu verdeutlichen, ist es auch interessant zu wissen, welche Schuhgröße er hat. Ratet doch mal und schreibt es in die Kommentare. Nicht schummeln, ich sage es euch. Ja, gleich habt ihr es? Na gut, ich sag's euch jetzt. Schuhgröße 61. Wahnsinn, oder? Dass Andre auch eine witzige Seite hatte, zeigt folgender Fakt. Zum Spaß schob er Autos, in denen Kumpels saßen, gerne mal mit Leichtigkeit durch die Gegend, aber drehte Kleinwagen in Parklücken auch so um, sodass diese nicht mehr von alleine herauskamen. Auch dass er gerne auf seine Gegner furzte, zeigt, dass er eine durchaus witzige Seite hatte. Jake Roberts kann davon ein Lied singen. Der Teleshopping-TV-Sender QVC gibt es mittlerweile auch in Deutschland, hat aber auch einen Sitz in Frankreich, wo sie seit Jahrzehnten auf Sendung gehen. Von diesem Sender war Andre ein riesen Fan und bestellte dort regelmäßig nützliche, aber auch teils sehr unnützliche Waren. Er bestellte dort auch sehr viel Kleidung, weil er nicht gerne in der Öffentlichkeit shoppen ging. Ihr kennt sicherlich die Beat'em-up-Serie Street Fighter. Die gibt es ja bis heute noch. Wer sich dort ein wenig auskennt, wird sicherlich auch den Charakter Hugo kennen. Diese wurde als Hommage an Andre the Giant kreiert. Die Ähnlichkeiten lassen sich definitiv nicht abstreiten. Natürlich wurde auch die französische Armee irgendwann auf den riesigen Andre aufmerksam und verpflichteten ihn. Blöd nur, dass Andre in keines der Fahrzeuge, geschweige denn in die genormte Uniform passte. Das war auch der Grund, warum er nach kurzer Zeit wieder nach Hause geschickt und entlassen wurde. Andres Gagen können mit denen von heute wahrscheinlich nicht nur mithalten, aber Andre galt in seiner Zeit als bestbezahltester Wrestler weltweit. So verdiente er in Hochzeiten 400.000 US-Dollar im Jahr, was 2020 mit Berücksichtigung der Inflation rund 2 Millionen US-Dollar wären. Er brauchte aber auch sehr viel Geld, denn viele Alltagsgegenstände mussten auf seine Größe angepasst werden, was natürlich auch Unsummen an Geld verschluckte. Das waren nun 20 Fakten zu Andre the Giant. Kennt ihr noch weitere interessante Fakten über das 8. Weltwunder? Dann schreibt sie doch einfach mal in die Kommentare. Und wenn ihr schon mal dabei seid, dann schreibt doch auch mal ein paar weitere Vorschläge für künftige 20 Fakten-Videos da rein. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht.
wann ihr auch immer dieses Video schaut und ciao. Shit!